Von außen ist es die Stadtkirche in Rüsselsheim. Über 200 Jahre alt und 35 Meter hoch. Aber innen drin? Clubatmosphäre, farbiges Licht, wummernde Bässe und das virtuelle Zeitfenster über dem Altar. Wir wollen die Leute dazu anregen, sich einfach mal mit dem Thema Zeit auseinanderzusetzen. Und dazu haben wir halt versucht, einfach bestimmte Ereignisse bildlich darzustellen, mit denen eigentlich jeder sowas anfangen kann, an die sich jeder erinnern kann. Und für mich war auch der im Prinzip das Fenster der ausschlaggebende Faktor. Denn Kirchenfenster erzählen in der Regel auch eine Geschichte für einen bestimmten Zeitraum. Es geht einfach darum, sich bewusst zu machen, was wir mit unserer Zeit anfangen. 9 Tage lang wird die Stadtkirche zur Zeitkirche. Zu einem Eventraum mit Talk, Musik, Kabarett und einer Schreibstube. Hier können Besucher eine Postkarte an sich selber schicken, an ihr zukünftiges Ich. Die Zeitkirche will Hessentagsbesucher neugierig auf Kirche machen mit modernen Mitteln. Ich fand es sehr spannend, jetzt dann genau so eine moderne Installation, wie sie jetzt hier stattfindet, einfach auch mit moderner Musik malen zu können. Finde ich ein super Zeichen von der Kirche, einfach in die Richtung zu gehen, sich zu öffnen. Und ich glaube, wir sind als Kirche gut beraten, wenn wir das öfter auch versuchen. Wir machen das ja auch mitunter, aber wir machen es noch viel zu selten. Wir müssen uns mehr an den Alltäglichkeiten orientieren, in Bezug auf unsere Sprache, in Bezug auf unsere Gestaltung, in Bezug auf unseren Service. Und das machen wir hier beim Hessentag explizit. Auf dem Hessentag ist die Zeitkirche jeden Tag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Das ganze Programm und Restkarten bekommen Sie im Netz auf der Seite zeitkirche.de.